Sägeblätter und Sägemesser von Blecher in Remscheid gehen in die ganze Welt. Seit 1859 produziert das Familienunternehmen im Bergischen Land. Waren Ende der 80er Jahre nur 30 Mitarbeiter beschäftigt, hat sich die Zahl nahezu verdoppelt. Sie fräsen, richten, schleifen und härten, Präzisionsarbeit und echtes Handwerk. Rotglühend kommen die Rohlinge aus dem Härteofen. Volker Luhn taucht sie anschließend in ein schwer entflammbares Ölbad zum Abschrecken. Vorn am Ofen werden schon die nächsten Metallscheiben reingeschoben. 15 Minuten Durchlaufzeit bei 850 Grad. Heiß und stickig ist es in der Härterei. Ein Knochenjob, der nur durch finanzielle Zulagen halbwegs erträglich wird. Ziemlich heiße Angelegenheit, hä? Ja, doch, ziemlich. Wer nicht gewohnt ist, kriegt man leicht Kreislaufprobleme. Deswegen, hatte ich schon mal gehabt, aber ich hatte danach Apfelsaft getrunken. Und da ist dann ein aufgebläht im Magen. Deswegen musste ich mich übergeben und ging nicht mehr. War der Tag gelaufen dann. Von winzig bis ganz riesig. Die Sägeblätter und Sägemesser von Blecher kommen in der ganzen Welt zum Einsatz. Stahl, Granit, Holz und Papierrollen werden damit gesägt und geschnitten. Der Ursprung des Familienbetriebs liegt lange zurück. Die alten Firmenbücher belegen, dass die Blechers mit einem Handelshaus angefangen haben. Seit Ende des 19. Jahrhunderts produzieren sie die Sägen selbst. Gegründet 1859 führe ich nunmehr das Unternehmen in der fünften Generation und habe es von meinen Vorfahren übernommen. Bis 1990 einschließlich haben wir produziert am Standort Blecherweg in Remscheid-Hasten und sind dann umgezogen ins Industriegebiet Überfeld, direkt an der Autobahn A1 gelegen. Seitdem ist die Firma kontinuierlich gewachsen. Ende der 80er Jahre waren es nur 30 Mitarbeiter, heute sind es bereits 70. Zwei Drittel der Sägeblätter und Messer gehen ins Ausland bis nach Russland und China. Seit 1987 ist der Betriebsleiter Peter Hübner dabei. Damals kam er frisch von der Meisterschule. Ein Jahr lang musste er sich an allen Maschinen einarbeiten, bevor er den Betrieb leiten durfte. Bergische Gründlichkeit. Das war durchaus eine harte Schule. Ich habe selber gefräst, selber gerichtet, selber geschliffen, selber gehärtet. Aber das ist ein Fundus, aus dem ich heute schöpfe und mit dem ich arbeiten kann und auch die Leute entsprechend anleiten kann. Das Know-how geben wir letztendlich immer weiter von Generation zu Generation. Wenn wir zum Beispiel das Sägenrichten sehen, bis 1976 noch ein Ausbildungsberuf. Die Sägenrichter, die heute im Einsatz sind, sind durchweg in den eigenen Betrieben ausgebildet. Und sie leisten Präzisionsarbeit. Eine Säge auszurichten ist immer noch Handwerk. Auf einen Zehntel Millimeter kommt es an, bis man das raus hat. Das dauert. Gute 3 Jahre brauchen wir bestimmt. Also 1 bis 2 auf die kleinen Sägen und dann kommen wir hier auf die großen. Braucht man viel Gefühl, ne? Eigentlich schon. Sehr viel. Sehr. Worauf kommt es sonst noch so an? Ja, eigentlich gute Auge, Körper, gut muskulös, wegen Hämmer. Für diese Arbeit gibt es noch keine Maschinen. Das sichert hier die Beschäftigung. Gäbe es Maschinen, wäre der letzte Schlag am Standort Remscheid bald getan. Das Schwierige ist, dass man den Schlag kontrolliert. Und um nicht irgendwie da Marken reinzuschlagen, weil das ist Säge. Woran orientieren Sie sich da? Nach Linie. So, wenn ich eine Linie so anlege, dann sehe ich genau, wo der Haarspalt ist. Da schlage ich auch. Die Arbeitsplätze waren in der Vergangenheit bei Blecher sicher. Kündigungen bei konjunkturellen Schwankungen waren die Ausnahme. Damit das so bleibt, wurden mit den Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten vereinbart. Wir müssen immer mehr die Dinge konzentrieren und das macht sich natürlich auch beim einzelnen Mitarbeiter bemerkbar, indem die Arbeitsdichte pro Mitarbeiter immer höher wird. Das erfolgt in kleinen Schritten, fast kaum merkbar über die Zeit. Aber wenn ich die Tonnen betrachte, die wir jetzt pro Jahr verarbeiten, im Verhältnis zu den Tonnen, die wir vor 20 Jahren pro Jahr pro Mitarbeiter verarbeitet haben, so ist das schon ganz erheblich mehr geworden. Trotz aller Präzisionshandarbeit, beim Zuschnitt der Sägen geht nichts mehr ohne Laser. Moderne Technik sorgt auch bei Blecher für die Zukunftssicherung des Unternehmens.